Mondbetrachtung. Wenn es kein Selbst gibt, gibt es auch kein Samsara. Wozu willst du dann das Selbst auflösen? Warum musst du Samsara beenden? Es gibt kein Selbst, aber es gibt den Glauben an ein Selbst. Es gibt kein Samsara, aber es gibt die Vorstellung von Samsara. Ist der Vollmond heute Abend ein Selbst? Nein, er ist kein Selbst. Ist der Mondbetrachter ein Selbst? Nein, er ist kein Selbst. Wie kann nur der Mondbetrachter sich dann des Mondes freuen? Eben weil der Mond kein Selbst hat. Und weil der Mondbetrachter kein Selbst hat, sind beide, Mond und Mondbetrachter, wundervoll. Und auch das Mondbetrachten ist eine wundervolle Angelegenheit. Mondbetrachtung ist unsere Praxis. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Sonntag, der 25. November 2012. Wir haben uns in München Johanneskirchen zum zweiten Tag unseres Wochenendretreats versammelt zum Thema Ich oder Nicht-Ich. Dieses Gedicht von Thay mit dem Titel Mondbetrachtung ist entnommen dem Buch Nenne mich bei meinem wahren Namen und passt sehr gut zu der Stelle, in der wir jetzt gerade in unserem Retreat sind. Wir haben uns gestern ausführliche Gedanken gemacht über das Nicht-Ich oder Nicht-Selbst. Ja, das sind die zwei gängigen Übersetzungen für einen Atman. Haben gesehen, warum der Buddha diese Auffassung vertritt, dass es eben kein unabhängig existierendes Selbst gibt. Und wir haben gesehen, welche Weltanschauung, welche Art die Welt zu betrachten uns stattdessen anbietet. Eine Welt, in der alles, jedes vom anderen abhängt, alles miteinander vernetzt ist. Und alles nur existiert im Kontext mit dem anderen. Und in gewissem Sinne könnte man dann sagen, ja gut, dann ist ja alles klar, es gibt kein Ich oder kein Selbst. Es gibt nichts, wofür wir kämpfen müssen, was wir erhalten müssen, was wir verteidigen müssen. Wir sind ja eingebettet in einer Welt, die uns überhaupt erst das Leben ermöglicht. Oh, warum müsste man da kämpfen? Wo sind überhaupt die Probleme? Gibt es da noch Probleme auf der Welt? Eigentlich gibt es keine. Das ist aber theoretisch, rein im Kopf. Ja, das Problem ist, das ist rein im Kopf. Das heißt aber nicht, dass es unwichtig ist. Denn wir haben nun mal diesen Geist, diesen Intellekt, diesen Kopf und wir haben ein Herz. Und was wir machen wollen, ist Geist und Herz, Körper und Geist, sagen wir, oder Geist und Herz zusammenzubringen. Das ist ja Seishin, die wahre Bedeutung von Seishin, wie man Übungswochen nennt. Körper und Geist zusammenbringen oder Intellekt und Herz zusammenbringen. Die müssen Hand in Hand gehen. Ja, wir kommen nicht weiter auf dem Weg, wenn unser Intellekt sagt, das ist ein Schmarrn, der dich jetzt nirgendwo führt. Da kann unser Herz, kommt nicht weiter. Wenn wir nur im Kopf bleiben und uns tolle Dinge ausdenken wie gestern, aber nicht praktizieren, dann kommen wir auch nicht weiter. Natürlich haben wir da eine andere Weltanschauung, aber unsere Gewohnheitsenergien, unser Herz, unsere Reaktionen auf die im Leben werden sich dadurch nicht verändern oder kaum verändern. Das heißt, der Intellekt, sage ich mal jetzt, Intellekt und Herz, die sollen Hand in Hand gehen. Gestern haben wir uns überlegt, wie wir uns das denken können. Ja, ganz konkret, es geht wirklich nur, einerseits nur, andererseits schon, um Denken. Wie können wir die Welt sehen? Wie können wir es verstehen? So, und das war die Seite des Intellekts. Jetzt ist die Frage, ja, warum gibt es ein Problem? Ja, deswegen, weil dieses Ich eine festgefügte
Vorstellung ist, die wir 100.000 Mal schon eingeübt haben, und wir haben dazu viele, viele Gewohnheitsenergien angesammelt, eingeübt und verfestigt im Laufe unseres bisherigen Lebens, die uns eben so leben lassen, wie wir jetzt leben, und auch so in verschiedenen Situationen, jeder hat da andere Probleme, leiden lassen. Ja, und drum sagt Thay, wenn es kein Selbst gibt, ja, wieso willst du das Selbst dann auflösen? Und die Antwort, die er gibt, es gibt zwar kein Selbst, aber es gibt ein Glauben an ein Selbst. Ja? Wörtlich. Er verwendet dann aber bei Samsara, wo er spiegelbildlich das Gleiche über Samsara sagt, also dieses ja Leiden an der Welt, verwendet er dann das Wort Vorstellung. Ne? Also im Grunde genommen Glauben und Vorstellung eher synonym. Es gibt eben die Ich-Vorstellung, aus der heraus wir leben. Und das haben wir 100.000 Mal eingeübt, diese Welt, diese Sichtweise, uns als Individuum zu sehen, das in einer Umwelt sich bewähren muss, sich durchsetzen muss, überleben muss. Diese Denkweise, die haben wir eingeübt. Und die ist einfach da. Und die verschwindet nicht dadurch, dass wir erkennen, dass man die Welt auf andere Weise sehen kann und dass das besser wäre. Deswegen ist es noch nicht weg. Ja, das ist, wie der Volksmund sagt, Selbsterkenntnis ist der Weg, der erste Schritt zur Besserung. Es ist eben nur der erste Schritt. Ja, darum haben wir ihn auch gestern gemacht. Also, das ist der erste Schritt. So, jetzt ist die Frage, was können wir tun? Was ist die Praxis, die uns hilft, ja, die Welt wirklich so zu sehen? Ja, von innen heraus. Uns zu transformieren. Und das Wort, was wir in unserer Tradition gerne verwenden, ist transformieren. Ja, und wenn wir dieser Frage nachspüren wollen, dann ist erstmal die Frage, was nährt überhaupt diese Vorstellung von diesem Individuum, was da getrennt von der Welt existiert und sich da bewähren und durchsetzen muss? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurer Kindheit. Da hat man dann gerne so, ja, so Formulare praktisch ausgefüllt, wo man den, für die Freunde, ja, wo man dann den Namen eingetragen hat und so, was man halt mag. Also so dieses Lieblingsgericht, Lieblingstier, Lieblingsfilm, Lieblingsschauspieler, Lieblingsmusiker und so Sachen, ja. Ja, ich sehe schon, also es kennen einige auch, ne? Ja, ich habe gesehen, das gibt's auch heute noch. Natürlich elektronisch, ist klar. Aber es gibt's genauso. Ja, das scheint ja ein Bedürfnis zu erfüllen. Was tut das eigentlich? Warum machen kleine Kinder das so gerne? Naja, die kleinen Kinder wachsen halt erstmal auf ohne diese Ich-Vorstellung. Ohne dieses, sie leben in dieser Einheit der Mutter-Kind-Beziehung. Und sie erwachen Schritt für Schritt, ja, zu dieser, entwickeln diese Individualität. Schritt für Schritt, langsam. Und ein Schritt, den sie dabei machen, ist eben gerade in der Volksschulzeit dieses, ja, sich differenzieren. Darum geht's ja dabei, ne? Sich differenzieren dadurch, dass man das gut findet und das findet man schlecht, ja, das mag man nicht, ja, und alles einteilen. Und dann ist die Konsequenz, die dann daraus gezogen wird, ist die anderen, die das ähnlich machen, die also die ähnlichen Vorlieben haben, die sind ja auch dann toll, die sind cool, und die anderen, die sind ja ganz doof, ne? Weil die das ja anders machen. Ne? Also so, ja, sag ich mal, so bauen wir Schritt für Schritt Individualität auf, grenzen uns ab, finden uns zusammen, ne, bilden Grüppchen und grenzen uns auch ab. Und ich würde sagen, dass dieses Prinzip, was wir da erleben, eines der wichtigsten Prinzipien ist, mit denen wir diese Ich-Vorstellung ständig nähren. Wir gehen durch die Stadt, von der S-Bahn zum Arbeitsplatz, sehen 100.000 Dinge. Jetzt die Frage, was passiert?
und denken uns vielleicht tausendmal, boah, super, oder tausendmal, was ist ein Mist, und macht denn keiner was dagegen, und das kann man doch nicht tun. Und ja, was denkt sich der denn überhaupt dabei? Und so Sachen, ja. Das kann ja durchaus gröber sein. Das müssen wir jetzt nicht wiedergeben. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und es geht jetzt nicht um die Frage, ob es fein oder grob ist. Das ist für uns hier jetzt nicht so, ja, das ist dann mehr Etikette, wenn wir darüber sprechen. Sondern es geht darum, dass wir das überhaupt tun. Weil damit schaffen wir eben diese Distanz. Ja? Wir sehen uns als außerhalb des Geschehens und beurteilen das Äußere. In dem Moment, wo ich sage, das ist super oder das ist Mist, das mag ich und das mag ich nicht, ist das Ich da. Ohne Ich geht es nicht. Ja? Also extrem deutlich ist es beim, das mag ich und das mag ich nicht. Ja? Ja, das ist grauslich, das ist hässlich. Ja, das ist schön, das ist angenehm. Das sind Adjektive, die nur aus der Ich-Vorstellung heraus eine Bedeutung haben. Ich setze also die Dinge in der Außenwelt sofort in Beziehung zu mir und interessiere mich vor allem dafür, ob es mir angenehm ist oder nicht angenehm ist, ob ich es mag oder nicht mag. Ja? Im Shinshin Mei kommt es sehr schön vor, das ist einer der Klassiker der Zen-Literatur, daraus kommt diese Verwirrung des Geistes. Dass wir alles in Beziehung zu uns setzen und uns Gedanken machen, ob uns das passt oder nicht passt. Das mag erst einmal harmlos aussehen, weil warum sollen wir dem nicht, Noten vergeben, dem Ganzen, was wir sehen auf der Straße? Ja? Auf den ersten Blick erscheint es ungefährlich, ist es aber nicht, weil das hat eine Eigendynamik. Das hat eine Eigendynamik. Wenn wir schon etwas definieren als negativ, als hässlich, dann entsteht einfach auch der Impuls. Ja, ich fühle mich nicht wohl, wenn das da ist. Ja, ich will, dass es wegkommt. Ja, solche Impulse entstehen ja ganz natürlich daraus. Ja, und das ist eine Frage, wie oft denken wir sowas? Es ist nicht, das Leben ist keine Frage von Schwarz und Weiß. Es geht nicht darum, darf man so einen Gedanken haben, soll man so einen Gedanken haben. Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, passiert es dauernd, ja, wie eine Flut, ja, oder passiert es hin und wieder? Das ist der Punkt. Und wie fühlen wir uns dabei? Die Denkweise des Interseins, die wir gestern besprochen haben, führt zu einer ganz anderen Reaktion auf das, was wir sehen. Der Grundgedanke ist immer, wie wundervoll vielfältig ist doch diese Welt. Ja? Es ist erstaunlich, manche Menschen fühlen sich nur wohl, wenn die Mülltüte vor der Wohnungstür steht. Wir gehen vorbei und sehen, ja, offenbar ist es dieser Person lieber, dass diese Mülltüte da nicht irgendwo, die hat keinen Platz in der Küche, ne, sag ich mal, ne, der muss halt vor die Wohnungstür. Ja, ist halt so. Manche Menschen können einfach nicht anders, als Betonwände zu besprühen. Müssen wir jetzt eine Meinung dazu haben? Es geht jetzt nicht darum, wieder, ich will nicht schwarz-weiß malen. Ja, ich meine, wenn uns alles egal ist, ist auch, ne, wir engagieren uns schon auf gewissen Gebieten, aber es geht um die Frage, was ist die meiste Zeit des Tages? Wie gehen wir damit um, mit den vielen Dingen, um die wir uns nicht kümmern können? Es ist schon okay, an gewissen Stellen zu sagen, das finde ich nicht gut, ja, anders wäre es besser und ich engagiere mich dafür, es zu tun. Ist völlig in Ordnung. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag durch die Stadt gehen und mich stoßen. An jeder zerstoßenen Bierflasche, ja, an jeder beschmutzten Wand, an jedem ja großen Hund in der S-Bahn oder ich weiß nicht was. Ja, will das jetzt gar nicht auswalzen. Ja.
Die Grundeinstellung könnte einfach die sein, wie wundervoll vielfältig ist diese Welt. Und diese Denkweise führt ja, die treibt ja dann auch Blüten. Ich meine, was passiert? Wir sitzen auf einer Parkbank, bewundern den Morgen. Eine Amsel hüpft über das Gras. Auf einmal hat sie einen Wurm im Mund. Und wir denken uns, boah, na, das geht ja nicht. Der arme Wurm. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Kann es das sein? Das gehört dazu. Das gehört zum Intersein dazu, dass die Amsel Würmer frisst. Und auf wundervolle Weise gibt es doch immer wieder genügend Regenwürmer. Es geht ja nicht darum, ob Regenwürmer gut oder schlecht sind. Regenwürmer gehören dazu. An gewissen Stellen freue ich mich sogar über sie. Ja, wenn ich im Kompost sehe, dass viele Regenwürmer drin sind, denke ich mir, super, schön. Ja, und wenn ich dann die Erde woanders hinbringe, da schaue ich schon, dass auch die Regenwürmer mitkommen. Ja, weil im Kompost sind immer genug. Ne, im Blumenbeet weiß ich es noch nicht so genau. Schön, dass sie dort sind. Ja, und die Amseln holen manche davon. Ja. Natürlich üben wir die Sichtweise des Interseins also dann ein, wenn wir eben die Dinge einfach als Wunder dieser Welt betrachten, wahrnehmen und annehmen. So ist diese Welt. Sowohl in Bezug auf das Verhalten von anderen Menschen, von Tieren. Und wir üben natürlich dieses Denken aus dem großen Ich heraus, ja. Wir hatten ja gestern auch dieses Wort kleines Ich und großes Ich. Und dieses Denken aus dem großen Ich heraus üben wir aber nicht nur, wenn wir es schaffen, der Amsel guten Appetit zu wünschen. Doch Verständnis haben für den Wurm, der das nicht toll findet. Aber wir üben auch natürlich dieses Denken des großen Ichs ein, in jeder Tat, die aus dem Geist heraus geschaffen wurde, irgendwo zu helfen. Das ist jetzt noch ein wichtiger Aspekt. Also das heißt, diese 5 Achtsamkeitsübungen. Ja, befolgen ist das falsche Wort, sondern diese 5 Achtsamkeitsübungen, wie soll ich sagen, sozusagen zu verwenden als Grundlage eines Gedankengangs. Das ist es, ne? Das ist der Punkt. Aus den 5 Achtsamkeitsübungen heraus zu sagen, oh ja, hier habe ich eine Möglichkeit, Leben zu schützen. Ja, dann, was nähere ich dann? Nicht das kleine Ich, sondern dann nähere ich die Vorstellung, wir alle gehören zusammen und ich tue etwas Gutes für uns alle. Ja, für uns alle. Indem ich eben bei einer Gelegenheit Leben schütze. Oder indem ich mich großzügig zeige. Ja, oder was haben wir? Sexuelle Verantwortung, geht es auch viel um Schutz, Rücksichtnahme, liebevolles Sprechen, tiefes Zuhören. Das sind alles Dinge, die ganz direkt aus der Sichtweise des großen Ich kommen. Und wenn wir diese Maßstäbe anlegen, dann üben wir diese Denkweise ein, dann üben wir diese Sichtweise ein, üben wir diese Vorstellung ein, stärken diese Gewohnheit, in größeren Dimensionen zu denken als das kleine Ich. Und genauso natürlich beim Konsum. Wir haben beim Konsum immer drinnen, es geht natürlich um uns, aber es geht auch um die Familie, die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Ja? Das heißt, das Denken aus den 5 Achtsamkeitsübungen heraus, das oder Beurteilen aus den 5 Achtsamkeitsübungen heraus und das Suchen nach einem Weg aus diesen 5 Achtsamkeitsübungen heraus ist immer eine Übung im Denken im großen Ich. Und damit etwas, das die Vorstellung, ich bin ein Teil des Ganzen und versuche positiv einzuwirken auf das Ganze, diese Sichtweise stärkt. Das ist die andere Denkweise. Also ist natürlich nicht der einzige Grund für die 5 Achtsamkeitsübungen, aber es ist ein wichtiger Aspekt dabei, ein Nutzen, den sie bringen.
Gut, also wir hatten jetzt einerseits vermeiden, das kleine Ich zu nähern, durch dieses ewige Beurteilen. Ja. Egal ob positiv oder negativ, das ist nicht der Punkt, dieses ewige Beurteilen. Es geht darum, es anzunehmen. Ja, das ist die Kunst. Und das Denken aus dem großen Ich heraus zu üben und damit das Gegenmittel, die andere Vorstellung zu stärken. Das ist unser Weg. Die Vorstellung, die Idee, dass man diese Ich-Vorstellung einfach übers Knie brechen, zerstören und wegwerfen kann, gibt's immer wieder im Spirituellen, ist erstens mal absolut nicht unser Weg und ich bin überzeugt, dass es auch gar nicht geht. Ja, also es zu versuchen, ist Unfug. Ja, meiner Meinung nach. Und es ist definitiv nicht unser Weg. Unser Weg ist immer ein Weg des schrittweisen Vorgehens, ein Weg des Reifens. Es geht immer ums Reifen. Also das Stärken, ja, oder das Nahrung entziehen. Das sind unsere Methoden. Ja, das, was gut ist, die positiven Samen werden genährt und die negativen kriegen die Nahrung entzogen. Und dann entwickelt sich das langsam in die richtige Richtung. Das sind unsere Methoden. Wir machen nichts kaputt, wir kämpfen nicht. Ne? Wir nähren das Positive und vernachlässigen ja das Negative. Ne? Ja, das ist unser Weg. Ja, aber Thay spricht noch einen ganz anderen Aspekt an und der ist sehr wichtig und auf den möchte ich noch genauer eingehen. Er sagt, nachher gehen wir gleich ganz zum Schluss, Mondbetrachtung ist unsere Praxis. Ja. Das heißt, das Einüben natürlich der Sichtweise des Interseins, aber wir können Mondbetrachtung auch ein bisschen erweitern. Einfach das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, noch eine kleine Stufe abstrahieren und sagen, ja, was ist jetzt die Übung? Wir betrachten das, was wir gerade sehen und tun es nicht beurteilen. Machen uns keinen Kopf drum. Lassen das einfach so sein, wie es ist. Ja, so allgemein würde ich sagen, das ist eine ganz grundlegende Übung von uns. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir da sitzen? Ja, wir entziehen diesem ewigen Hinterherhetzen hinter irgendwelchen Projekten die Nahrung, indem wir das einfach aufgeben, so Beine kreuzen, Arme kreuzen. Jetzt tue ich nichts mehr. Aber auch, indem wir dieses ewige Beurteilen, klassifizieren, ja, und einordnen, einfach mal sein lassen. Der Buddha sagt, ich atme, der Meditierende, wenn er lang einatmet, bemerkt er, dass er lang einatmet. Wenn er kurz einatmet, bemerkt er, dass er kurz einatmet. Wenn er lang ausatmet, bemerkt er, dass er lang ausatmet. Wenn er lang einatmet, bemerkt er, dass er lang einatmet. Ja, so einfach ist es. Niemand hat uns gesagt, dass wir lang oder kurz oder, ja, wir lassen den Atem sein, wie er ist, ob er nun lang oder ob er nun kurz ist, aber wir sind mit unserem Geist dabei. Wir beobachten, wir schauen zu und wir sehen, so fühlt es sich an. Jetzt fühlt es sich so an. Und wenn es lang ist, ist es lang und wenn es kurz ist, ist es kurz. Das ist genau die Übung. Und diese Übung können wir auch natürlich machen, wenn wir den Mond betrachten. Der Mond ist halt gerade so, wie er ist. Er ist nicht etwas, was von uns beurteilt werden soll. Nein, wir und der Mond sind von derselben Natur. Wir haben beide kein Selbst. Sind beide integrale Bestandteile dieser Welt. Ja. Und wir beobachten. Und durch dieses Beobachten treten wir in Beziehung ein. Wir bauen eine Beziehung auf. Das ist ganz interessant. In dem Moment, wo wir wirklich etwas beobachten, ohne jetzt mit den Gedanken abzuschweifen, ganz ohne Abschweifen. Einfach nur beobachten, ohne Abschweifen. Und das Schauen und Sehen,
sind wir in dem Moment eins. Wir sind eins mit dem Objekt der Betrachtung. Das ist eine ganz wichtige, grundlegende Lehre des Buddha. Wir sind eins, und das Schöne daran ist, wir gehen in einen Energieaustausch und profitieren auch davon. Ja? Ich meine, der Mond hat bei uns kulturell jetzt nicht so die Bedeutung wie in Ostasien, da kommt er ja immer wieder vor in den Gedichten. Wir haben halt zu viel Wolken, denke ich mal, einfach ganz banal. Wir sehen ihn halt zu selten. Ja? Aber wir können ja auch einen Baum betrachten. Das ist ja nicht der Punkt, ob wir jetzt den Mond oder den Baum betrachten. Wir können einen Baum betrachten. Bäume sind allgegenwärtig. Wir können schon das Schöne im Baum sehen. Wir können es schon spüren, die Kraft, die Beständigkeit. Ja, ja, auch die Größe. Ja. Und wir spüren, wenn wir in Beziehung treten, wenn wir einfach den Baum anschauen und sein lassen. Einfach so. Und in diese Beziehung gehen, dann findet ein Energieaustausch statt. Der gibt uns etwas. Also beim Baum ist es vor allem Stärke, Stabilität. Ja? Ich meine, so ein Vogel, ja, ist auch gut. Ich meine, der gibt uns nicht Stärke und Stabilität. Der gibt uns vielleicht Lebensfreude und Leichtigkeit. Ja? Die Amsel so hüpft da übers Gras, ne? Schon leicht und ja, kann man schon vorstellen, wie das Spaß macht, ne? Wie das schön ist und leicht ist. Eine Blume vermittelt uns vor allem Schönheit. Und das dringt nur dann in uns ein und wir kommen in diesen Energieaustausch, dass das wirklich, dass wir das aufnehmen, dass das zu uns kommt, dass wir auch davon profitieren. Wenn wir eben es schaffen, das Ganze zu sehen, wie es ist, egal ob es ein Baum ist oder ein Vogel ist oder eine Blume ist, und einfach betrachten, sein lassen, wie es ist, uns nicht ablenken lassen von Gedanken, ja, und uns, ja, genau. Und wo liegt die Schwierigkeit daran? Natürlich die Gewohnheitsenergie, alles zu beurteilen und aber auch die Gewohnheitsenergie, uns um alles einen Kopf zu machen und abzulenken zu lassen und immer wieder zu den Gedanken zurückzukommen. Und wir können uns das so vorstellen, also in Indien sagt man ja, der Mensch hat 6 Sinne, nicht weil die Inder einen mehr haben, sondern weil die das anders betrachten, ne? Aber man sieht auch wieder unsere Denkweise. Ne? Wir sagen, wir haben 5 Sinne. Ja, warum? Weil wir aus der Vorstellung des kleinen Ichs kommen und der Umwelt. Und dann gibt es eben 5 Sinne, die uns verbinden mit der Umwelt. Das Sehen, das Hören, das Fühlen und das Riechen und das Schmecken. 5. Die Inder sagen, es gibt einen 6. Sinn. Das ist das Denken. Ja, genau. Warum? Klar, das Denken ist kein Sinn, wenn man sagt, hier bin ich und da ist die Umwelt und die Sinne sind die Tore zur Umwelt. Wenn man so sieht, ist das Denken kein Sinn, weil es ist ja drinnen. Ja, wenn man aber natürlich drinnen und draußen anders definiert und sozusagen den Geist betrachtet, dann sieht man auf einmal, es gibt sozusagen 6 Inputs für unseren Geist. Ja? Und die Denkweise wollen wir jetzt mal machen. Es gibt 6 Inputs. Wir können dauernd etwas sehen, wir können dauernd etwas hören, wir spüren ständig etwas oder fühlen, ne? Riechen und schmecken ist nicht immer so viel, aber ist oft. Und es gibt immer wieder Gedanken. Und das alles strömt auf uns ein. Und in unserem Geist gibt es mehr oder minder so, wie möchte man sagen, so ein Mischpult, ja, wo diese 6 Inputs zusammenkommen. Und am Schluss von diesem, ja, Mischpult ist nicht ganz das richtige Wort, aber bleiben wir trotzdem mal dabei. Und am Schluss von dem Mischpult kommt immer eines durch. Ja, da ist dann nur mehr ein Ausgang. Und die 6 Eingänge ist also praktisch das, was bei uns gerade passiert, ganz außen oder in Gedanken. Und was dann rauskommt aus dem Mischpult, ist das, womit der Geist sich beschäftigt im nächsten Schritt. Das ist das, was wir wirklich wahrnehmen. Ja, weil es ist ja alles da. Wir hören, wir sehen
Also nehmen wir die Situation jetzt. Ne? Ihr hört mich, ihr seht mich, ihr hört auch andere Dinge und seht andere Dinge und auf jeden Fall habt ihr auch Körperempfindungen, ja, und auch Gedanken. Ja? Und in jedem Augenblick gewinnt sozusagen bei diesem Mischpult das Wichtigste. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, das Wichtigste. Und das hängt von zwei Faktoren ab, was jetzt gerade wahrgenommen wird. Das eine ist, wie laut, in Anführungszeichen, der Input ist. Also bei jedem Input gibt es Dinge, die jetzt mal abstrakt gesprochen laut und leise sind. Also bei optischen Reizen, sagen wir mal, ein Grashalm ist sehr leise. In dem Sinne wird es sehr leicht übersehen. Ja? Oder ein grünes Blatt im Sommer, ja, das ist sehr leise. Ja? Eine rote Beere ist schon lauter. Ne, die sieht man schon, ne, in so Himbeergebüsch, Blätter ohne Ende, aber die rote Beere, ne, springt ins Auge. Und ein Blitz ist natürlich klar, es ist schwer, einen Blitz in der Nähe zu übersehen. Ne? Und das bei dem Akustischen ist klar, was laut und leise ist. Aber laut und leise gibt es natürlich auch bei den Körperempfindungen in gleicher Form. Ein Schmerz ist laut in dem Sinne. Ja. Ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, streicheln ist leise. Das kann aber auch sehr starke Emotionen auslösen. Also nicht unbedingt streicheln, aber was ist leise, ist vor allem so Körperempfindung, wie zum Beispiel, wenn wir hinspüren, spüren wir alle, wie wir auf der Unterlage sitzen. Wir können das alle spüren, wenn wir hinspüren. Wir können es spüren, aber normalerweise nehmen wir es nicht wahr. Aber es ist eine leise Empfindung. Genauso die Kleidung auf der Haut. Bei jeder Bewegung kann ich die Kleidung spüren auf der Haut. Sie löst gewisse Empfindungen aus. Normalerweise nehme ich die nicht wahr, weil die sozusagen nicht wichtig sind. Also so gibt es laut und leise in gewissem Sinne bei allen Reizen, die reinkommen und natürlich auch bei Gedanken. Das ist klar. Es gibt den lauten Gedanken Wahnsinn, ja, Vorsicht, ja, und es gibt die leisen Gedanken. Ja. So. Und was kommt jetzt durch? Im Grunde das Lauteste. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wir haben an diesem Mischpult 6 Regler, die die Lautstärke einstellen können. Ja, wie stark wir diesen Input durchkommen lassen wollen. Wir können nicht ganz abschalten, aber wir können verstärken und abschwächen. Und das können wir bei allen 6 Inputs. Und die Wörter in unserer Sprache, die das reflektieren, sind das Hinspüren, was ich gesagt habe. Also, wenn ich sage, wenn wir hinspüren, können wir spüren, wie wir auf der Unterlage sitzen. Normal nehmen wir es nicht wahr. Ja? Hinspüren heißt, von diesem Körperempfindungskanal voll aufdrehen. Die anderen runterdrehen. Das ist Hinspüren. Und dann fühlen wir und wir spüren dann tatsächlich etwas. Oder Interesse. Das andere Wort ist Interesse. Ne? Wofür wir uns interessieren, das kommt durch. Ne? Also dieser Regler kann man auch als Interesseregler definieren. Ja? Also wir können unser Interesse lenken auf irgendetwas und dann wird es bevorzugt. Das bedeutet nicht, dass die anderen Dinge gar nicht mehr durchkommen, aber die müssen dann schon sehr laut sein. Ja? Und von dem, wo wir uns interessieren, da kommen auch die leisen durch. Ne? Je nachdem. So, und die Möglichkeit haben wir. Und was wir jetzt versuchen bei dieser Mondbetrachtung oder Baum-, Vogel- oder Blumenbetrachtung, ist uns darüber klar werden, wenn wir das wirklich machen wollen und wirklich profitieren wollen davon, dann müssen wir auch das Interesse reinlegen in diese Empfindung. Ja? Wir müssen uns interessieren. Wir müssen einfach da dranbleiben, uns interessieren für die Zweige, den Zweigen nachschauen, ja, wie verläuft dieser Zweig, die Blätter anschauen, wie die Blätter gedreht sind und wie sie im Wind sich bewegen und unser Interesse darauf lenken. Dann treten wir in eine festere Beziehung rein. Weil wir haben normalerweise die Tendenz, unsere Gedanken denen sehr große Bedeutung beizumessen. Sehr große Bedeutung. Und dann passiert es halt, dass wir auf dem Weg von zu Hause zur S-Bahn 100.000 Gedanken wälzen, was dieser Tag bringen könnte,
oder schon gebracht hat und so weiter und so fort, daraus riesige Geschichten konstruieren und nichts wahrnehmen. Keine Blume, keinen Baum, keinen Vogel, keinen Mond oder Sonne oder was auch immer. Natürlich, manchmal passiert's dann. Auf einmal gehen wir um die Ecke, die Sonne strahlt ins Gesicht und dann wachen wir auf und sagen, ah ja, ja schön, dass die Sonne schon da ist. Oder dass sie heute scheint, ne? Dass wir sie durchsehen, nicht wollten. Schön. Ja, das manchmal passiert es dann, dass der Reiz eben so stark ist, so laut ist, dass er durchkommt. Aber unser Problem ist, wir haben diesen Regler mit den Gedanken einfach zu hoch gedreht. Den müssen wir runterdimmen. Die so spannend sind die nicht. Ja? Im Normalfall. Im Normalfall. Es geht ja jetzt nicht um Schwarz-Weiß. Es gibt Gelegenheiten, wo wir sagen, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Oder wir sind in einer Prüfungssituation, ja, da sind wir heilfroh um jeden passenden Gedanken, wenn wir in der Prüfungssituation gefragt werden. Da ist das das Allerwichtigste, ja, der richtige Gedanke in dieser Situation. Klar, aber eine schlechte Angewohnheit ist, diesen Regler immer so hoch aufgedreht zu haben. Das führt zu einer Unruhe im Geist einerseits und zu einer, ich sag mal, schalen Lebensweise, in der wir die vielen Wunder und die vielen schönen Dinge, die ja alle ständig da sind, einfach nicht rankommen lassen an uns. Weil die Regler unten sind. Ja? Thay Phaban hat ein ganz ähnliches Bild gebracht bei seinem Vortrag hier in München, in dem er gesagt hat, wir sollen mal den Körperkanal einschalten. Ja? Das war so in diesem Modell. Ja gut, im Fernseher, wir können fernschauen, ja, wir tun oft fernschauen. Erstes Programm, zweites Programm oder dann halt Programm mit der Nummer 7 oder mit einer 3 oder irgend so gibt es verschiedenste Programme und wir wählen dann gerne irgendetwas aus. Und er sagt, aber es gibt ja auch andere Inputs, zum Beispiel die Körperempfindung, die den ganzen Tag Input liefert. Es gibt immer irgendetwas zu spüren mit dem Körper, also mit der Haut. Ne? Wir spüren immer irgendetwas. Warum nicht einmal zurückkommen und unser Interesse lenken auf das, was der Körperkanal liefert, oder der Körpersender, ja? Auf Deutsch würden wir eher Sender sagen, als Kanal. Was dieser Sender liefert. Einfach mal in den Fernsehsessel setzen und diesen Sender betrachten, diesen Sender, oder bei meinem Bild jetzt, diesen Sender durchlassen durch das Mischpult, ja? Sinnvollerweise aber dann auch gar nicht den Fernseher auftreten, drehen, weil sonst ist es schwierig, ja. Wäre auch möglich, aber eigentlich unsinnig. Aufdrehen und dann auf den Körper hinspüren. Warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Ja. Also einfach den Körper spüren. Und, wieso erzähle ich das in diesem Zusammenhang? Weil bei dieser Art der Mondbetrachtung oder Baum, oder Vogel, oder Blume, da ist kein Ich. Das ist nicht wichtig. Da denken wir nicht, da wird diese Ich-Vorstellung nicht genährt. Ja. Nein, die Ich-Vorstellung, weil wir reden jetzt Psychologie, ne? Diese Ich-Vorstellung, wir bleiben also in unserem buddhistischen psychologischen Modell, die Ich-Vorstellung gibt's, das ist wie eine Gewohnheitsenergie, die wird genährt von gewissen Dingen, und die kriegt in diesem Augenblick keine Nahrung. Kriegt sie nicht. In diesem Augenblick sind wir eins mit dem Universum im wirklichen, tiefen Sinne des Wortes. Es gibt zwar immer wieder Vorstellungen, dass man das dann ist, wenn man gewisse Klangschalen verwendet oder gewisse Kleidung trägt oder so. Da gibt es in der Esoterik viele tolle Ideen. Aber das Wort in sich gefällt mir schon. Wir sind in Einklang mit dem Universum. Also ganz konkret natürlich mit unserem Objekt. Aber wir müssen uns nicht so fixieren auf ein Objekt. Wir können schon hin und her hüpfen. Erst schauen wir dem Vogel zu, dann dem Baum, dann sehen wir den Mond, dann wieder die Wolken. Es gibt so viel zu sehen. Ja, das ist... widerspricht nicht dem Mondbetrachtungsgedanken. Wichtig ist nur, bei diesen Dingen zu bleiben. Und nicht wieder
abzuschweifen in diesen Kanal mit den Gedanken. Natürlich kommen auch Gedanken. Die Kunst ist einfach, die Gedanken Gedanken sein lassen. Und wieder zurückzukommen, auch das, was uns interessiert, wo wir das Interesse, wo wir die Regler hochgedreht haben, das interessiert uns gerade. Ja, die schönen Erscheinungen am Himmel. Wolken bieten ständig etwas Neues. Ja? Und in dieser Art, und wenn wir in diesem Zustand sind, üben wir ein, dieses Einssein mit dem Ganzen, und wir verweigern diesem Ich-Vorstellung, diesem Getrenntseinsvorstellung die Nahrung. Ja, und das ist alles, ist auch nichts, was wieder keine Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern in diesem Moment nähern wir einen positiven Samen, um es auf den Punkt wieder zu bringen. Ja, manchmal ist es wieder anders, manchmal gelingt es uns nicht. Aber je mehr, desto besser. Ja? Und auch wichtig, dass wir die Kontrolle drüber haben. Ja, dass wir wissen, jetzt ist eine Situation, da müssen wir nachdenken. Okay, dann müssen wir nachdenken. Dann sind die Gedanken das Wichtigste. Dann interessieren wir uns tatsächlich mal nicht für die Schönheit der Welt. Ja, die Augenblicke gibt's. Aber es sind verdammt viele Augenblicke, wo wir das alles so annehmen können und genießen können. Auch den ruhigen Geist genießen können, der da entsteht. Denn die Unruhe kommt immer von unseren Gedanken, denen wir folgen. Die Unruhe kommt ja, die Unruhe, also da muss ein Gedanke kommen, ja, der die Unruhe auslöst. Wenn wir den gleich wieder loslassen, ist wieder Ruhe da. Ja, also das heißt, der Geist wirklich ruht in dieser Situation. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, wir lassen den Geist in der Meditation auf dem Atem ruhen. Um auch so ein bisschen auszudrücken, ne, das beruhigt den Geist. Sich darauf einzulassen. Und diese Art der Geistesschulung ist etwas, ist eigentlich das, was zutiefst das Zen ausmacht. Ganz egal, ob bei Thai oder bei anderen Zen-Lehrern. Und die Legende geht ja so, dass das Zen entstanden ist, wie der Buddha, also große Versammlung von Mönchen, alle warten auf den Vortrag vom Buddha. Ja, dann kommt er. Gespannt schauen natürlich alle. Und der Buddha hebt eine Rose hoch und sagt kein Wort. Interessanter Augenblick. Was werden da die Mönche wohl gedacht haben? Manche haben sich gedacht, ja, was soll das? Wann fängt er an, was zu reden? Was will er uns damit sagen? Ja? 100.000 Gedanken kann man haben, sicher. Und der Mahakashapa, der hat es gesehen. Der hat einfach nur gelächelt. Er hat das einfach angeschaut, die Rose, und gesehen, ja, im Grunde, das ist es, ja. Brauchen wir wirklich einen Dharma-Vortrag? Schauen wir halt die Rose an. Wunderbar. Und hat es genossen. Und die Theorie ist, die Legende ist die, und damit wurde Mahakashapa zum ersten Nachfolger des Buddha. Ja, und zum Begründer des Zen. Es ist eine Legende. Aber es ist eine schöne Geschichte. Und Thai will uns immer wieder in diese Richtung bringen. Wir erleben das immer wieder. Wenn Thai eine Gehmeditation macht, macht er fast immer eine Pause, wo man sich ins Gras setzt. Und zum Beispiel, ich letztens in Plum Village war die Gehmeditation abends, das war im Frühling, da wurde sie dann abends gemacht, bei Sonnenuntergang. Das ist dort ziemlich spät. Gut, aber bei uns ist im Juni auch spät. Also so um 9 oder 10 war dann Sonnenuntergang. Dann setzt man sich hin und schaut den Sonnenuntergang an. Ja, was gibt es da zu denken? Es ist wieder eine Gelegenheit, ja, der Mondbetrachtung in Anführungszeichen, in dem Fall Sonnenuntergangsbetrachtung. Ja? Die letzten Vögel, die noch schnell was machen, bevor sie sich dann zurückziehen. Ja?
vor der Dunkelheit. Die schönen Farben, die ganz andere Töne zeigen als tagsüber, sich auch ändern im Laufe des Sonnenuntergangs. Da kann man dann im Laufe einer Stunde verschiedenste Farbtöne sehen. Die Himmelfärbung, die sich in dieser Zeit so schnell ändert, so vielfältig ist. Ja. Und das können wir betrachten. Und die Übung ist schlicht und ergreifend, es einfach an, ja nicht nur anzunehmen, sondern ans Rand zu lassen. Es an uns ranzulassen. Ja. Reinzulassen und davon zu profitieren.